Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Mountain Blade Warband. Es wird ein bisschen Rollenspielcharakter haben. Ich habe eine Frau erstellt, die ins sorantische Sultanat gegangen ist. Und ja, ich werde eine Liebesbeziehung machen, eventuell. Also ja, eventuell. Es wird schon so sein. Ich werde, ich denke mal, sorantisches Sultanat unterstützen. Und eventuell später ein eigenes Königreich gründen. Und ja, ich habe eben das Hauptspiel jetzt einfach mal ausgewählt, auch damit ich die Achievements noch habe. Ich habe irgendwie nur die Hälfte oder so. Werde alle Achievements holen und ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, welches Modpack ich als nächstes nehmen soll. Es gibt sehr viele Modpacks, viele sind leider nicht fertig. Ich werde auf jeden Fall noch die anderen Zusatzspiele noch holen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und ja, dann, ja, werde ich mal schauen. Also, ihr kamt mit einer Karawane, die große Wüste östlich von Calradia durchquerte. Die Beduinen verwählten eure Reiseroute sorgfältig und führten euch durch tückische Dünenfelder und über öde Schotterebenen hinweg zu tiefliegenden Oasen, die reich an Obstgärten und Dattelpalmen waren. Ihre größte Sorge war, dass die Karawane von Wege abkommen und verdursten könnte. Ah, die Karawane? Ja, ja, okay. Nicht die Wagen. Sind ja nicht die Wagen gemeint, sind die Menschen wahrscheinlich gemeint. Die kleinen Räuberbande, die euch gerade so außer Bogenreichweite verfolgte, war auf sonderbare Weise beunruhigt. Denn wenigstens konnte Wasser nicht mehr als ein Tagesritt entfernt sein. Als vor euch die Berge auftauchten, wart ihr sehr erleichtert. Am Abend des darauffolgenden Tages überquert ihr einen steinigen Pass und konntet dabei in der Ferne schon das Meer erkennen. Und die Silhouette der Türme von Charitz hob sich gegen den Sonnenuntergang ab. Okay. Als ihr die Schenke in Charitz findet, seid ihr bereits sehr erschöpft und schlaft schnell ein. Voller Tatendrang erwartet ihr aber schon vor Anbruch der Dämmerung und erforscht. Ah, erwacht, okay. Ich kann das kaum lesen, so eine dünne Schrift, also so komisch. Und du hörst eure Umgebung. Ihr zieht durch die Straßen, die verlassen erscheinen. Plötzlich hört ihr ein Geräusch, das euch das Blut in den Atem gefrieren lässt und das Schaben einer Klinge, die aus ihrer Scheide gezogen wird. Okay, das war in den Mods nicht so. Ich erinnere mich aber daran. Das war am Anfang beim ersten Mal spielen und so auch ein bisschen nervig, dass man hier jetzt zum Beispiel immer zuerst wechseln muss. Und ich sehe aus wie eine dünne Frau. Und mit der Armbrust seid ihr einfach viel zu langsam. Oh, okay. Das haben wir auch geschafft. Ich habe schon mehrere Let's Plays gemacht. Und auch mit Mods und so Sachen. Ich habe aber gesehen, die anderen machen immer so Dinge. Ja, wie heißen sie jetzt wieder? Ja, die anderen, die Ritter da. Svadien, genau. Und das fand ich irgendwie komisch. Svadien oder Nord? Deshalb habe ich jetzt mal gedacht, ja, okay. Lieber mal, ja, die Kataphrakte da. Ich weiß nicht, wie die in dem Game heißen, aber beim Bellum Imperii sind es Kataphrakte, klar. Geht es euch gut? Nun, ich denke, ihr seid auf jeden Fall am Leben. Ich bin nicht so sicher, ob das euch auf dem anderen, das auch auf den anderen Knaben zutrifft. Das ist ein Dieb weniger auf unseren nächtlichen Straßen. Obwohl er weiß, der Himmel nicht der Letzte sein wird. Naja, vielleicht könnt ihr mir bis bei etwas behilflich sein. Reden wir drin, hier draußen weiß man nie, wer zuhört. Ja, ja, okay, wir rein. Der Händler bringt euch zu seinem Haus. Kaum hineingegangen, bleibt ihr für eine Weile an. Der Türsteher bewachtet die Straße. Als er dann endlich überzeugt ist, dass euch niemand gefolgt ist, nähert er sich euch und beginnt zu sprechen. Okay. Guten Tag. Nun lass mich an meinen Vorschlag erläutern. Wir haben schon immer Briganten in den Hügeln, die durch Krieg, Schulden oder Liebe zur Gewalt diesen Lebensstil wählten. In letzter Zeit sind sie aber frecher geworden. Sie verlassen ihr Lager in der Wildnis und trauen sich in die Stadt, wo sie nach leichter Beute suchen. Der Wachhauptmann sagt, er komme durch die Kämpfe an anderen Fronten, es sind weniger Männer da, die ein Auge auf die Straße haben können. Aber ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll. Mir scheint die logischste Erklärung zu sein, dass diese Banditen einen Verbündeten innerhalb der Mauern haben.
der ihnen hilft, sich unentdeckt Zugang zu verschaffen, ohne ihnen bei der Identifizierung besonders lohnender Ziel zur Hand geht. Letzte Woche haben sie meinen Bruder entführt. Oh yeah. Ich weiß nicht, was mein Bruder sich dabei dachte. Ein junges, aus prominentem Haus in Zeiten wie diesen, nach Ausbruch der Dunkelheit allein auf der Straße. Nun, ihr wart auch so naiv, aber ihr seid fremd hier und wusstet es nicht, wie schlimm es hier mittlerweile zugeht. Er hat keine solche Ausrede, aber er gehört zur Familie. Was soll man also machen? Wenn man seine Familie nicht beschützt, beginnen die Leute zu denken, man könnte auch seine Investition nicht schützen. Und es darf nicht sein. Zweifelsohne wird diese Bande sich bald wegen Lösegeld melden, aber ich habe keine Absicht, es zu zahlen. Ja, klar. Hier ist also mein Vorschlag. Es sieht aus, als wie jemand, dessen Klinge so einiges gesehen hat. Ja, klar, so eine Krampffrau, mega Schwindeltür irgendwie. Und noch wichtiger, sehr bestimmt ehrgeizig. Sonst würdet ihr nicht in Kalratia euer Glück suchen. Ich möchte, dass ihr das Folgende für mich tut. Schart einen kleinen Trupp zusammen, findet diese Banditen in ihrem Lager, teilt ihnen eine Lektion, die sie nicht vergessen werden, und holt meinen Bruder sicher zurück. Dafür bekommt ihr meinen ewigen Dank und ein bisschen Zeber, sagt ihr. Ich bin nicht interessiert und habe Wichtiges zu tun. Ich bin interessiert. Ihr werdet das aber nicht alleine tun können. Wenn ihr versucht, eine ganze Bande eigenhändig anzunehmen, wird das der Jäger der Gejagte. Ihr solltet zuerst einen Trupp Freiwilliger ausheben. In den Dörfern hier gibt es immer ein paar Bengel, die nach interessanterer Arbeit suchen, als Felder zu bestellen oder Wasser zu schleppen. Sie werden euch folgen, wenn ihr zahlt. Nehmt also diesen Beutel mit 100 Dinaren. Seht es als Vorschuss auf eure Belohnung an. Macht die Runde durch die Dörfer und hält mit diesem Geld Hilfe an. Ich schätze, ihr braucht mindestens 5 Männer, um diese Banditen zu besiegen. Sehr wohl, mein Herr. Ich werde eine Truppe in den Dörfern rekrutieren. Gut, sucht mich wieder in der Taverne hier in Scheitz auf, wenn ihr einen Trupp zusammen habt. Dann sprechen wir über den nächsten Schritt. Okay, ihr habt eine Quest angenommen. Ihr könnt eure Questlog jetzt seit doch Druck auf die Taste Q ansehen. Okay, nice. So. Also, wir sind in Scheitz. Das ist noch ein bisschen im Grünen. Okay. Da haben wir Rodok. Ja, Rodox. Und das ist Vadien. Da gibt es halt Ritter und die sind ziemlich zäh. Nords und dann gibt es hier noch Wägier. Und danach noch diese Kult-Karnat-Kergit. Genau, nicht Kult-Karnat. Und das sind die Reiche. Emswanien hat Ritter. Die haben so Speerträger, Elbartenträger und gute Schützen, glaube ich. Ja. Also Wägi haben gute Schützen eigentlich. Die haben gute Nahkämpfer, die Nords. Und die gute Reiter im Allgemeinen. Und die haben auch gute Reiter. Also von den Reitern her, die ich gerne nutze, ist irgendwie Sultanat eigentlich am besten. Einfach mein Typ. Aber viele nehmen halt Vadien. Weil es war dann halt der Zäher-Sing, glaube ich. Ich weiß gar nicht, also. Wir werden es ja dann sehen, welche gut sind. Wir nehmen von jedem einfach mal ein paar. Wir gehen nach Habawa. Ihr seht nun die Hand. Ja, weil das so viel geschrieben ist in diesem Game. Ich erkläre jetzt lieber alles per Hand. Da ist ein Ding, ein Trupp Banditen. 7 sogar, okay. Kauft Vorräte. Ja, ich habe einen Fisch. Hi. Jo, dann können wir eigentlich gleich wieder zurück, aber wir müssen ein bisschen um die herumgehen. Gut, sind wir noch schneller. Oh ja, so, da sind sie. Wir könnten sie schon angreifen. Hier ist der König, Sultan Hakim. Kann ich den Sultan? Nein, ich glaube, der ist schon verheiratet. Kann ich leider nicht nehmen. Kenne ich euch? Mein Name lautet Kirasami. Stehe zu Diensten her. Ich bin Sultan Hakim, Herrscher von Sandisch Sultanat und Fürst von Sardis. Ihr mögt von gewöhnlicher Geburt sein, doch wisset, dass ich immer noch guten Männern Ausschau halte, die für mich kämpfen, sobald sie sich meines Vertrauens würdig erwiesen haben. Okay, cool. Nein, Kirasam, ich brauche Hilfe momentan nicht. Kein Sex.
Ja, Kira Sami ist übrigens Kira und Samira, meine zwei Katzen, also meine Schwesters Katze. Die hat die Katzen gewollt. Sie sind aber immer in meinem Zimmer. Lösegeld, Händler von Charitz. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Brot. Ist ziemlich günstig. Lohnt sich, ein bisschen mitzunehmen. 45 nehme ich aber nicht mehr. So. Also. Wir müssen zurückgehen. Genau. Wir müssen noch mit ihm reden. Wir haben jetzt 7 von 5 genommen, weil es ist ja sehr gut, wenn wir mehr haben. Erfahrung der Arbeit. Ihr habt genug Männer rekrutiert, um es mit den Banditen aufzunehmen. Nun, Reisende, nach Charlie sagen uns, dass eine kleine Gruppe Räuber außerhalb der Stadt lauert. Ich befürchte, sie gehören alle der gleichen Bande an. Nämlich der die meinen Bruder entführt hat. Finden sie und macht sie wieder. Macht sie nieder. Und lasst euch von ihnen sagen, wie ihr Lager ist. Sehr wohl, ich werde Banditen jagen gehen. Ich werde Wildschweine jagen gehen. Wie das einfach fast gleich ist wie diese Meme. Guten Morgen. Seid ihr dieser, die ich verkloppen soll? Ich habe euch gesucht. Sagt mir, wenn ihr euer Gefangene versteckt haltet und ich lasse euch laufen. Nein. Diese Gefangenen kommen nur frei, wenn ihr das Lösegeld berappt. Habt ihr sie über mitgebracht? Nein, aber Stahl. Nein, aber Stahl. Ja. So. Ja, wie sollen wir jetzt das machen? Sind auch langsam noch. Ja, ich habe halt nur einen Dolch, also. Das hat Spindeldür. Ich hole mir direkt einen dickeren Schnabel. Ich werde dann später zwei Handwaffen tragen. Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus auf einer alten Dame. Nein, eine junge Dame. So, absetzen geht schwer. Wenn ihr das Kampfsystem könnt, sind die Gegner eigentlich leicht. Ich habe in letzter Zeit so viel Bellum Imperii gespielt und dort ist das Kampfsystem, also die Kämpfe sind viel schwer. Da machen sogar normale Diebe schon sehr viel Schaden. Und jetzt im Hauptspiel bin ich ein bisschen unterfordert, wie man sieht. Ich habe nicht mal geblockt und trotzdem hab ich irgendwie die Attacken auch abwehren können. Ihr müsst halt einfach ein bisschen mehr mit der Maus spielen. Das vergessen viele Leute und greifen nur ohne Maus an. Ach, verschont mich, lasst mich leben, lasst mich laufen und ich werde weit weg von hier gehen und ein ehrbares Handwerk lernen. Und ihr werdet nie wieder von mir hören. Oh, ich bin so eine Pussy, ja. Ich werde euch am Leben lassen, aber im Gegenzug will ich Informationen. Entweder ihr oder eure Kumpels hatten den Bruder eines prominenten Händlers in der Stadt entführt. Sagt mir, wo ihr ihn versteckt haltet und gebt mir euer Wort, dass ihr aufhört, die Leute in dieser Gegend zu belästigen. Und ich lasse euch laufen. Boah, ist die geil. Mögt es die Götter vergelten, meine Dame. Wir haben den Jungen kein Haar gekrümmt. Wir haben ihn in unserem Stecknadel die Bain. Ich werde das Gebiet genau beschreiben, damit ihr es nicht verpasst. Schreib's doch einfach auf die Karte. Nicht beschreiben. Also Plünderer können wir noch nicht dingen, aber wir können die befördern. Immer auch schon am Anfang befördern, wenn ihr wirklich auch Geld verdienen wollt. Es ist nicht so, dass es viel zu viel kosten. Die Löhne sind mir irgendwie ein bisschen zu klein, zu kurz geraten. So, ich muss jetzt schauen, da oben ist das Banditenversteck. Ich speichere aber zuerst jetzt einmal. Es kann ja sein, dass das Versteck auch ein bisschen schwer ist oder so. Jo. Das ist ein Dorfbewohner. Hier hat es wieder drei Plünderer, Banditen. Wieso heißen die auf der Karte Plünderer? Und in der Story Banditen. Okay. Ah, da drüben. Genau. Burg Garaf. Guten Morgen, ist hier jemand drin? Ich bin die Dirne aus dem Bordell. Ihr nähert euch dem Versteck. Die Plünderer scheinen euch noch nicht entdeckt zu haben und ihr könntet euch noch unbemerkt davon schleichen. Der schwierige Zugang zum Versteck durch einen engen Hohlweg würde bedeuten, dass ihr nur noch eine Handvoll Soldaten und keine Pferde mitnehmen. Ausrede könntet. Schlüge euer Angriff fehl,
könnten die Plünderer mit der Leichtigkeit fliehen und sich zerstreuen. Möchtet ihr das Versteck angreifen oder auf eine andere Angelegenheit warten? Angelegenheit warten. Ich greife natürlich an, ich bin eine Dirne. Ich habe immer noch so Armbrust und Dolch. Und trotzdem, irgendwie ist das Hauptspiel halt schon relativ leicht am Anfang. Also am Anfang nicht, aber wenn ihr schon Profi seid durch Mods auch und so Sachen, ist das Hauptspiel natürlich ein bisschen zu leicht. Aber Armbrust ist so langsam, kannst du einfach nicht richtig kämpfen damit. Ich könnte mir ein Schwert jetzt eigentlich vom Boden aufnehmen. Jetzt einfach mal rechts herum. Ist mir ein bisschen angenehmer. Ja. Eine von Rotok habe ich eigentlich immer wieder so ein bisschen, wie sagen wir dem, als Freund gehabt halt. Ich habe jetzt noch nie einen weiblichen Charakter gespielt, glaube ich. Und, oh, er ist gestorben. Okay, das Schwert muss ich öffnen. Sachenmetzger. Nein, nur in der Metzgermesse. Ja. Ja. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt der beste Spieler sein. Ich bin immer so einer, der eher ein bisschen rollenspielmäßig ein bisschen schaut, dass das Spiel jetzt auch nicht unbedingt zu leicht wird. Es wird es aber sein. Also, ich weiß nicht, soll ich das schlechteste Zweihandschwert dann benutzen oder wie? Es ist nicht motivierend, immer schlechte Waffen oder so zu haben. Es ist einfach andere Sachen. Zum Beispiel mal nicht immer kämpfen oder so. Die Leute benutzen. Der Ding. Da ist er. Ja, und das Spiel ist ja auch nicht so optimiert gemacht worden. Es gibt halt auch noch viele Bugs und so Sachen wie der läuft viel zu langsam zu uns. Oh ja, vielen Dank, meine Damen, dass ihr mich von diesem Ungeheuer gerettet habt. Habt mein Bruder in Scheiß euch auf meiner Spur gesetzt? Natürlich. Oh ja, natürlich. Ja, ich sage ihm, ich würde euch finden. Ich rate euch, so schnell wie möglich zu eurer Familie zurückkehren und seid unterwegs vorsichtig. Wie ich so richtig blutig war. Ohne Rückzugsmöglichkeit fallen die Plünderer einer nach dem anderen einen entschlossenen Angriff zum Opfer. Ihr Versteck und unrechtmäßigen Besitztümer gehören nun euch. Okay. Ui, ja, alles mit dem. Ah, da haben wir jetzt eine Axt. Ist die besser? Hä, wieso ist ein Dolch besser als eine Axt? Aber der Hut ist besser. Nein. Eine Wollhaube ist besser als ein Lederhemd, ein Pelzhemd. Okay. So, der Rest brauche ich nicht. Vor allem die Steine. Wer braucht schon Steine? Wer Steine braucht, wird gesteinigt. So, also. Jetzt haben wir noch 7. Ich nehme noch ein paar neue mit. Und dann haben wir eigentlich die Hauptquest schon ziemlich abgeschlossen. Also. Jetzt viel mehr ist eigentlich ja nicht so da. Man natürlich muss man die Reiche, also das Ziel ist eigentlich ein eigenes Reich zu machen, aber dafür braucht man sehr viel Ehre. Weil sonst bekommt ihr alle Reiche auf einmal auf die Fresse. Je mehr Ehre ihr habt, desto weniger gehen auf euch los. Nun, mein Bruder ist sicher zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit ihm anstellen soll. Vielleicht auf eine Universität außerhalb Radius schicken? Ja, so wie ich ihn gesprochen habe, ist er wahrscheinlich kurz dumm. Ah, muss mal kurz reden. So, kurze Terminänderung gehabt.
Ich habe schon vorher ein bisschen, denke ich, wollte noch telefonieren, einfach fertig sagen, aber gut. Nun, mein Bruder ist sicher zu Hause, genau das haben wir. Dann könnte mich wenigstens niemand beschuldigen, wenn er in einer Straßenschlägerei einen auf die 12 kriegt. Aber das ist nicht euer Problem. Hier ist der Rest eurer Belohnung, sie ist wohlverdient. Genau, es geht noch kurz ein bisschen weiter nach einiger Zeit, stimmt. Das Geld ist höchst willkommen, ich bin froh, zu Diensten sein zu können. Gut, nun seid ihr daran interessiert, noch etwas mehr zu verdienen? Oh, ich habe die falsche Stimme genommen. Gut, möglich. Was braucht ihr? Erinnert ihr euch daran, dass ich euch sagte, die Banditen hätten einen Verbündeten innerhalb der Mauern? Ich glaube, ich weiß jetzt, wer das ist. Ausgerechnet der Hauptmann der Wache. Nachdem er gesehen hatte, wie viel Profit wir Kaufleute mit dem Grenzlandhandel Grenzhandel machen, beschloss dieser Hauptmann vor ein paar Monaten, eine Karawane zu finanzieren. Leider machte er sich wie viele andere Handelsnovizen nicht bewusst, dass Profite mit großer Risiko verbunden sind. Er gab also so ein ganzes Geld für die teuersten Waren aus und natürlich wurde seine Karawane überfallen und ausgeraubt und er verlor alles. Als Konsequenz scheint der Hauptmann sich der Illegalität zugewandt zu haben, um sein Vermögen wieder zu holen. Ich würde wohl dasselbe tun, wenn ich der Himmel bewahre. Ihr Bankrott und Ruin ihr Auge sähe, nun hat jeder Wachhauptmann, ja, sein Pulver wert ist, ein paar Diebe und Räuber als Informanten in der Tasche. Aber unser Hauptmann entschloss sich, diese Bastarde einen Gross einzustellen. Es ist ein Gross. Er bringt sie in die Stadt. Mal kurz wieder. Diese Störung! Er bringt sie in die Stadt, lässt sie nach Belieben in ihr Wohnwesen treiben und steckt einen Teil ihres Einkommens ein. Ihr habt bestimmt von Wählerinnen gehört, die zu Waldhütten wurden. Nun, im unglücklichen Land Caladria werden die Waldhüter manchmal zu Wildern. Glücklicherweise gibt es noch ein paar tapfere, ehrliche Hüter in der Wache, die mir gesteckt haben, wie er vorgeht. Nun, hier ist mein Plan. Ich könnte diesen Sultan Hakim dem Herrn der Stadt zu Ohren bekommen lassen, aber das würde einen der Untersuchungen bedürfen. Mein Wort gegen das der Hauptmanns. Außerdem können Zeugen gekauft und Beweismittel vernichtet werden. Oder vielleicht gerät die ganze Sache ja in Vergessenheit, wenn der Feind wieder über die Grenze kommt. Und dann ist alles, was ich für meine Mühe kriege, ein Messer zwischen die Rippen. Ihr müsst jetzt wissen, dass ich in Kriegszeiten das Auge eines Königs von seinem Reich abwandert und einen Untertan leiden. Da habe ich eine andere Idee. Ich habe eine kleine Gruppe Städtler zusammen geschart, einige von ihnen in meinem Dienst, andere, die Verwandte an diese Banditen verloren haben. Und wir stürmen das Haus des Hauptmanns und bringen ihn in Ketten vor Sultan Hakim. Am besten mit ein paar gefangenen Banditen, die die ganze Sache erklären. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der meine kleine Armee in die Schlacht führt. Und ich kann mir keinen besseren vorstellen als euch. Also sagt ihr. Wer weiß ich, dass ich. Ob ihr die Wahrheit sagt. Na gut, es könnte natürlich durchaus sein, dass ich ein Dutzend Banditen gefunden habe, die bereitwillig ihr Leben hergeben, um einen vorbeiziehenden Fremden einen falschen Eindruck von Leben im Altscheu zu geben. Ja, ihr könnt natürlich nicht wissen, ob mein Wort von Wert ist, aber ich denke, dass ihr mittlerweile gelernt habt, dass mein Geld von Wert ist. Und davon warten 500 weitere Jahre auf euch, wenn ihr mir diesen letzten kleinen Gefallen tut. Also sagt ihr. Er ist wirklich ziemlich schlau für andere Sachen. Also, ich meine, er hat ja das auch ziemlich rausgefunden. Ja, natürlich ist es sonst eigentlich schon einfach. Aber irgendwie hat er jetzt auch nicht gerade so wirklich gesagt. Also, ich hätte, wenn ich ihn wäre, jetzt noch gesagt, wieso ich das mache. Also, wieso ich nicht böse bin. Aber gut. Das ist eine andere Geschichte, das hat der Entwickler. Ich glaube, der kommt aus der Türkei. Ist ja auch bekannt für seinen zweiten Teil, die sie ge schlecht gemacht haben. Nee, das kann ich da zu nichts sagen. Also ich komme einfach nicht rein. Ich kann eigentlich nicht mehr spielen. Auf dem alten PC konnte ich es noch spielen, aber auf dem neuen PC geht es nicht mehr. Hat überall Grafikfehler. Im Hauptmenü. Nun gut, ich werde eure Männer anführen. Herr Fagen, es ist schon lange her, seit ich so viel auf eine einzige Karte gesetzt habe. Und ehrlich gesagt finde ich es aufregend. Meine Männer sind bereit, auf euren Befehl hin auszurücken. Seid ihr bereit? Ja, gebt ihnen das Signal. Und außerdem, er redet zu viel. Gut, also schlagt hart und schnell zu und der Hauptmann und seine Schergen werden nicht wissen,
was ihnen geschieht. Der Himmel möge mit euch sein. Okay. Er verlässt die Schenke und geht auf die Straße hinaus. An jeder Straßenecke stehen nervös aussehende junge Männer. Er kennt sie Dolche und Knüppel unter ihren Kleidung verbergen. Ah, das sie. Und als ihr ihnen vorbeigeht, spürt ihr in den kurzen Blicken, die sie euch zuwerfen, eine Mischung aus Angst, Erwartung und Stolz. Ihr hofft, dass eure Feinde von diesen gar zu offensichtlichen Verschwörern nicht alarmiert werden und prüft ein letztes Mal eure Waffen, bevor das Kämpfen beginnt. Kein Überraschungsangriff. So. Ja, das ist natürlich auf einer anderen Taste. Es ist soweit, Leute. Auf sie mit Gebrüll. Ja, direkt mal einer in die Fresse. Ja. Also, nicht im Weg sein. Nein, jetzt ist schon wieder einer im Weg. Ich sterbe noch, weil einer immer im Weg ist. Boah. Das ist schlimm gemacht. Kann ich gar nicht nehmen. Hey, ich sterbe noch so. Ich muss ein bisschen abhalten. Nein. Mann, das ist zu schwer. Ich geh mal eine Tour machen. Tour, Baby, Tour. Oh, Headshot. Ja, also ich Headshot. One whole hit. Okay. Böse. Ich bin gleich tot. Wieso konnte ich jetzt nicht schlagen? Okay, hier ist jemand noch am Leben. Okay, der ist auch tot. Geh mal vor, bitte. Ja, wenigstens findet die KI immer die Gegner. Aber wenn jemand im Weg ist, da könnt ihr nicht zuschlagen. Ist mega schlecht gemacht. Okay, nicht getroffen, weil die Steuerung so gießt. Weil zwischen diesen drei Zeilen werde ich hinschießen, also zufällig. Ist halt auch nicht so gut gemacht, aber. Ja. Voll in den Bauch! So. Die wenigen überlebenden Banditen zerstreuen sich in die engen Gästen der Stadt und werden einer nach dem anderen von den wütenden Stadtbevölkerung niedergemacht. Der Händler und ihr überzeugt euch von der Vollständigkeit eures Sieges und dass die Verwundeten versorgt werden, bevor ihr euch zu seinem Haus begebt und die Ereignisse des Tages Revue passieren lässt. Sehr gut. Jo. Jo. Ha! Gut gemacht, ich sag. Ich sah mindestens drei Gegner zu Boden gehen, bevor es euch selbst erwischte. Was? Ich wurde gar nicht besiegt. Kämpft weiter so und ihr werdet euch in diesem Land einen ordentlichen Namen machen. Leider wurden ungefähr 12 meiner Kumpel verwundet. Ich sollte mich um sie kümmern können. Lasst jeden persönlichen Namen Kirasami fürchten. Nur der Himmel kann uns den Sieg schenken. Ich bin euch froh, euch am Leben zu sehen. Ja, komm. Ja, ja. Und Gutis. Nun, ein paar von meinen Jungs halten den Wachmann mit einem Messer an der Kehle in einem Hinterzimmer fest. Wo ist das Hinterzimmer? Okay. Ich muss ihn von Sultan Hakim schleppen und erklären, wobei es sich bei diesem Friedensbruch handelt. Ihr braucht aber dabei nicht mitzumachen. Ich sage euch was, wenn alles gut läuft, treffe ich euch in Kürze wieder in der Taverne und lasse euch wissen, wie alles lief. Wenn ihr mich nicht in der Taverne setzt, sondern mein Kopf auf einem Spieß über dem Stadttor, dann werdet ihr wohl genug Grips haben, eine Weile der Stadt fern zu bleiben und zu vergessen, dass diese Geschichte je passierte. So hoffentlich treffen wir uns wieder. Okay, hat ziemlich Angst. Hier drinnen war? Ich weiß. Ja. So. Also. Hast du noch etwas? Ah, Kirasami, die Sache lief nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte. Sultan Hakim konnte meinen kleinen Friedensbruch doch nicht so gönnerhaft übersehen. Oh, er ist schon denkbar, dass ich seinen kriminellen Hauptmann entfernt habe. Eine Wache der Banditen hereinlässt für den richtigen Preis auch eine feindliche Armee herein. Aber er kann mich nicht hier herumspazieren sehen. Sozusagen als bleibende Erinnerung daran, dass er sich um die Angelegenheit nicht selbst gekümmert hat. Okay. Das ist nicht ganz fair.
Wer? Das ist Calradia, meine Dame. Könige machen, was sie wollen, und der Rest von uns muss sich anpassen. Es hat mich nicht aufknüpfen lassen und mir sogar noch Zeit gegeben, meine Ländereien zu verkaufen. Gutes so. Sogar hat sogar noch ein gutes Wort bei den anderen Kaufleuten angelegt, damit sie mir einen fairen Preis machen. Das ist für einen König wirklich sehr gönnerhaft, aber er ist ein Schwachkönig, wie sich alle hier, und schwache Könige müssen sich immer um ihre Autorität kümmern und dann erst um die Gerechtigkeit. Ich würde an seiner Stelle wohl dasselbe tun. Nein, ich nicht. Jedenfalls würde ich Sultan Hakim Errol in dieser Angelegenheit nicht unter die Nase reiben, aber ihr habt seine Aufmerksamkeit erregt, und er hat beschlossen, dass ihr des Hängens nicht wert seid, und das ist etwas, auf der ich jederzeit anstoßen würde. Vielleicht hat er in Zukunft sogar Arbeit für euch, oder ihr könnt eure Dienste seiner Mitbewerber anbieten. Nun, ich hoffe, ihr habt ein bisschen darüber gelernt, was zu tun ist, um in diesem zerrütteten Land am Leben zu bleiben. Und ich vermute, dass sich das von euch verdiente Geld nicht verschwendet, das verschwendet ist. Viel Glück. Ja. Bisschen zu viel geschwafelt gewesen. Aber gut, das ist das Spiel. Jetzt haben wir mal diese schlechten Sachen verkaufen. Hier haben wir noch etwas Besseres. Ja. Ja, okay. Aber der Ding ist nicht so gut. Beinschutz. Ist nicht so schlimm. So. Das ist ein Fallschirm, würde ich wahrscheinlich schon gerne nehmen. Aber nicht genügend Stärke. Ein schartiges. Nehmen noch ein rostiges mit. Rot haben wir jetzt eigentlich genug schon mal. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal die Gefährten suchen. Und dafür müssen wir einfach zu Region gehen. Ich gehe mal nach Dur, Kuba. Oder nein, ich gehe mal nach Dirim Halma. Weil ich muss jetzt zuerst mal die anderen noch mitnehmen. Kurz, schnell, keine Ahnung. Ich wollte noch zum König gehen, aber ich glaube, der ist nicht hier. So. Speichern nochmals. Jo. Hier ist ja keine Stadt, nur Burgen. Also in dem Game geht es ja darum, ja, ein guter Krieger zu werden, ein guter Vassal dann, und dann vielleicht auch König, selber König werden. Und ja, das Kampfsystem habt ihr ja schon gesehen und so. Jetzt geht es darum, jetzt wirklich halt einfach den Charakter aufzubauen. Richtig zu skillen und so. Es gibt immer wieder Leute, die eher komisch die Charakter skillen. Also, weiß nicht so erfahren sind oder einfach auch jetzt nicht unbedingt so gut spielen wollen, beziehungsweise nur auf Kampf skillen. Ich mache es eher anders. Ich werde natürlich gerne auch eher auf Charisma gehen und auch auf die Schnelligkeit, also Wendigkeit. Ist auch sehr wichtig. Ja, ich denke schon ein bisschen einen stärkeren Charakter deshalb haben. Weil das Kampfsystem ist eigentlich so, wenn ihr eine gute Waffe habt, braucht ihr eigentlich gar keine Skills mehr auf Waffen zu machen, also auf Schaden. Zähigkeit vielleicht noch ein bisschen. Und so weiter. Ja, okay. Ich rede jetzt noch nicht mit jedem. Ich gehe jetzt einfach von Stadt zu Stadt. Vielleicht gibt es auch einen Auftrag hier in der Schenke. Artimene ist schon hier und Cherimus. Also Cherimus ist sehr wichtig. Haben wir genügend Geld? Ich weiß nicht, ob er etwas kostet. Seid gegrüßt, Reisender. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wie meinst du? Ich werde es euch erzählen, aber wisst, dass euch eine Geschichte wohl groß und unrecht ist. Ich werde euch im Voraus voll, falls ihr von aufbrausendem Temperament seid und angesichts des geschehenen Unrechts euch so über mich erzürnt, dass ihr Unfug anrichtet. Ich habe nichts verstanden. Ich bin ein ausgebildeter Naturphilosoph. Aber durch die Eifersucht des sturköpfigen Doktors meiner Universität, der zu verdammt mein Leben als wandelnder Wundarzt zu fristen. Ein Kaufmann dieser Stadt bat mich, seinen Sohn zu heilen. Das hat er im Fall von seinem Balkon im Koma lag. Oh, schöner Balkon.
Ich bohrte erfolgreich eine Öffnung in den Schädel des Patienten, um die Schädelschwellung zu lindern, aber die Familie ignorierte meinen Rat. Das nachfolgende Fieber mit einer Tinktur aus Weidenrinde zu behandeln und der Junge verschied. Anstatt mich für meine Anstrengungen zu entlohnen, klagte der Vater mich der Hexerei an. Mich, einen Naturphilosophen. Und Dank ist der Lohn dieser ignoranten Welt. Ja, das war ja im Real Life auch immer so. Plötzlich waren die Leute irgendwelche Hexen, Hexer. Oder, ja. Kamen die Inquisitoren und so weiter. Oder eben ungläubige Inquisitoren. Kennt ihr das wohl? Der Fürst dieser Burg zögert mich zu verhaften, aber ich will ihn wirklich weiterziehen. Nun, ihr könnt mit uns reisen, aber ihr müsst in der Lage sein, in unserer Schlachtreihe zu kämpfen. Wie ich euch schon sagte, bin ich in einem Wundarzt, nicht irgendwie ein seidengewandter Universitätsdoktor, den jemand angefasst hat. Ich kann mir die Hände schmutzig machen. Oh, das ist doch super. Ich habe jede Art von Wunde behandelt, die Menschen andere Menschen hinzufügen können. Bevor ich Wundarzt war, war ich ein Student. Ihr könnt also sicher sein, dass ich Wunden zugefügt als auch geheilt habe. Also willkommen in unserer Kompanie. Also willkommen in unserer Kompanie, Doktor. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Dann bin ich bereit zum Aufbruch. Wunderbar, dass der kostenlos auch kommt. Artimänner kenne ich jetzt gar nicht so viel. Es ist auch so, dass die verschiedenen Helden, Begleiter, noch ein bisschen Krieg miteinander habt, aber wenn ihr das gut macht, dann können alle im Trupp sein. Sonst habt ihr einfach manchmal keine. Also manche gehen dann wieder aus dem Trupp. Artimänner. Oh, sagt Freund, bringt euer Wegzeuge in Bälde aus der Stadt. Ja, was geht euch das an, wenn ich fragen darf? Ich bin ein Baumeister, Spezialist der Befestigungskunst. Wenn ihr eine Mauer stürzen wollt, bin ich euer Mann, solange genug Zeit ist. Wenn ihr eine Mauer wieder aufbauen wollt, so kann ich auch dies tun, obwohl es länger dauern und euch mehr kosten wird. Und ihr könnt auch keine Kosten kürzen, es sei denn, ihr wollt euer neues Gebäude unter euch einstürzen sehen, wie jemand hier gerade herausgefunden hat. Der Burgtor von hier in Tirim wollte den Mauern einen neuen Turm hinzufügen. Leider ging beim Bauhalbzeit das Geld aus, bevor ich die Stützen fertigstellen konnte. Ich sagte ihm, er würde zusammenbrechen, und das geschah dann auch. Leider stand er zu dem Zeitpunkt darauf, der neue Burgvogt hatte keine Lust, die Schulden seines Vorgängers zu begleichen, und ließ mich wissen, dass ich einen Mordklage ins Auge sehen würde, wenn ich die Zahlung weiter verfolge. Ich war ja auch ein Narr, den Konok ohne Vorschuss anzunehmen, aber jetzt bin ich nun einmal in dieser verzickten Lage. Die Landstraßen sind voller Banditen und ich habe kein Geld, eine Eskorte zu zahlen. Ich wäre also sehr dankbar, wenn ein gut bewaffneter Trupp, der in den nächsten paar Tagen die Stadt fest, mich unter seine Fittiche nehmen könnte. Wo müsst ihr jetzt hin? Genau hier. Letztendlich aber würde die Gelegenheit willkommen heißen, erst einmal eine Handvoll Dinare in meine Hände zu bringen, damit ich nicht mit leeren Händen heimkehre. Wenn ihr mir also Kost und einen Teil der Beute verspricht, werde ich froh, für eine Weile an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Das Belagerungswerk ist meine Spezialität, obwohl ich denke, dass ich mich auch im offenen Gefecht redlich schlage, wenn es sein muss. Das gefällt mir. Ich würde euch gerne anhören. Gut, übrigens als geschickter Baumeister würde ich eine Zahlung für meine Dienste verlangen. Ein Unterzeichnungsbonus von 300 Dinaren wäre nur fair, denke ich. Also gut, hier sind 300 Dinar. Sehr freut, euch bei uns zu haben. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Super, also ich habe jetzt den wirklich auch bezahlt, die anderen kosten auch manchmal so viel. So, ein Brot müssen wir noch mitnehmen, Korn ist ein bisschen zu teuer. Die Preise, die müsst ihr halt auch ein bisschen vergleichen. Also wenn ihr jetzt denkt, zum Beispiel Schweinefleisch mit 84 teuer, das ist manchmal, ja, schon auch ein bisschen billiger. Ich sehe jetzt aber nichts, was sich jetzt wirklich lohnt hier. Den Städten muss es wirklich auch gut gehen. Also der geht jetzt ziemlich gut. Ist das die Hauptstadt? Nein, Ding ist Hauptstadt. Praven. Gut, jetzt gehen wir nach Halma. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Stadt heißt, wo er hin will. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ist es ein Dorf? Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Also. Jo. Sind wir schon gut dran. Ja. Und der Part ist schon relativ lange.
Bleiben wir einfach mal hier. Ich sehe Kalmer an und beende mal den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Verbesserungswünsche habt oder Ideen oder was ich als nächstes Let's Playen soll, dürft ihr gerne schreiben. Und ja, ich bin ja immer wieder am Livestream, vor allem jetzt, da der Rollenspielserver von GTA 5 bald rauskommt. Der Berlin V-RP Server. Den habe ich finanziert, habe ich auch ein bisschen mitgeholfen. Und ich bin am Mappen. Also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr, ja, bald geht's los, mal ein bisschen vorbeischauen auf twitch.tv/dragobasler. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.